Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie sehr herzlich zu einer neuen Folge der Sprechstunde im Rahmen der Medizinakademie des Deutschen Roten Kreuzes Karlsruhe. Wir haben heute Herrn Dr. Bernhard Kessler, Internist, seit 1998 niedergelassener Arzt hier in Karlsruhe. Ich freue mich sehr, dass er zu einem ganz aktuellen Thema jetzt in der Sommerzeit Stellung nehmen wird, nämlich die Frage, worauf man im Sommer achten sollte. Also da gibt es ja eine ganze Menge von Fragen. Sommergrippe, Abkühlung, genügend Flüssigkeit und so weiter. Herr Dr. Kessler, Sie haben das Wort. Kühler Kopf an heißen Tagen, wenn jetzt die Sonne auf uns niederprasselt und brennt, dann denkt man zuerst an eine Kopfbedeckung. Wenn wir unsere Fußballspieler oder die WM-Teilnehmer dann uns anschauen, da sehen wir, dass die Fußballspieler sowohl sehr stark schwitzen, als auch sich dann mit Wasserflaschen übergießen, um sich abzukühlen. Und das hat mich mal dazu auf die Idee gebracht, zu schauen, wie viel verliert denn so ein Sportler, wenn er eine Stunde richtig intensiv Sport betreibt? Wie viel Flüssigkeit ist es pro Stunde? Und da kommt man auf einen erheblichen Betrag, nämlich 2 Liter an Schweiß pro Stunde, die verloren geht. Unser eins, der vielleicht im Arbeitsleben drin ist, der ist nicht so aktiv wie die Fußballer. Er muss aber auch daran denken, dass er im Sommer wesentlich mehr an Flüssigkeitsverlusten hat. Der Flüssigkeitsverlust kommt durch unsere 4 Millionen Schweißdrüsen, die wir besitzen, die uns helfen, die Körpertemperatur zu regulieren, runterzuregeln. Wenn wir jetzt, was häufig der Fall ist, sehr viel Wasser trinken, was auch gut ist, fehlt uns aber ein Bestandteil, weil wir verlieren durch das Schwitzen nicht nur Wasser, sondern auch Mineralstoffe. Das ist erheblich, das sind 2 Gramm Salz pro Liter Wasser, das verloren geht. Und wenn man jetzt nur das schöne Karlsruher Wasser oder Mineralwasser zu sich nimmt, das ist sehr kochsalzarm, weil man ja auch die Befürchtung hat, Herz-Kreislauf, muss man ein bisschen mit Kochsalz vorsichtig sein. Im Sommer ist es aber verkehrt. Man muss also schon darauf achten, dass die Salzzufuhr stimmt. Und die Empfehlung von 6 Gramm am Tag trifft zu für Menschen, die sich nicht körperlich aktiv betätigen. Wenn man aber zusätzlich Fahrrad fährt oder sportlich betätigt, dann kann das ganz schnell steigen, dieser Salzbedarf. Und deshalb empfehle ich dann auch wirklich nicht nur klares Mineralwasser, sondern etwas, zum Beispiel Mineralstoffe, Apfelsaftschorle, Orangensaftschorle oder dann eben auch Kochsalz etwas vermehrt zuzuführen. Da sind wir beim Stichwort Essen, Nahrungszufuhr. Gibt es da besondere Dinge, die man im Auge behalten sollte, gerade in der Sommerzeit, weil Sie sagen, Salzaufnahme und Salzausscheidung? Nahrungsmittel, die schwer verdaulich sind, die fetthaltiger sind, sage ich mal jetzt Schweinshaxe, ja, und Knödel und deftige Soße dazu, ja, beschäftigen den Verdauungstrakt, ziehen sehr viel Blut in den Verdauungstrakt und dann kann der Rest des Körpers etwas darunter leiden, weil das Volumen des Blutes sich mehr auf die Verdauung konzentriert und nicht so auf den Kopf. Salzhaltige Nahrungsmittel. Ich würde jetzt nicht extra Salzletten oder extra stark gesalzene Nahrungsmittel zu mir nehmen. Die Mischung macht es. Leichte mediterrane Kost ist eigentlich nach wie vor das, was der Körper am besten, am leichtesten auch verdauen kann. Leichte mediterrane Kost. Worauf sollten gerade ältere Menschen achten? Bei der Nahrungsaufnahme und bei der Wasserzufuhr? Es ist so, bei älteren Menschen ist einmal die Auswahl der Nahrungsmittel anders. Man ist vielleicht, sagen wir mal, nicht so variabel in der Auswahl der Speisen. Man kann aber da auf Salate zurückgreifen, zum Beispiel Tomaten, Gurkensalat, frische zubereitete Produkte. Schwierig wird es dann, wenn man im fernen Ausland sich an einem Straßenhändler etwas besorgt, was nicht abgekocht ist. Da ist die Gefahr groß, dass dann die dortigen Bakterien eine Rolle spielen. Also,
Kühler Kopf an heißen Tagen. Herzlichen Dank, Herr Dr. Kessler, für diese wertvollen Informationen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich denke, für jeden und jede von Ihnen war etwas dabei. Und wenn wir uns alle dran halten, dann kommen wir auch gut über diese heißen Kunsttage. Vielen Dank.